Wir hören jetzt einen Beitrag von Toni zum Thema Umwelt. So, servus. Damit jetzt nicht gleich jeder glaubt, ich will da jetzt predigen, jeder so einen Baum pflanzen und so weiter. Ihr braucht einen Grund, warum wir hier sitzen. Ihr braucht einen Grund, warum wir gewisse Dinge ändern müssen. Jetzt habe ich mir natürlich letzte Woche ein bisschen was einfallen lassen und es gibt hier einen Themenbereich, der mich sehr wohl interessiert. Und ich habe bei einer meiner letzten Reden erwähnt, der Herr Professor Dr. Holger Schrom, genau, ja, der ist es. Ist ein sehr interessanter Mann. Ich kann es jedem ans Herz legen, bevor man sich irgendeinen Schmarrn im Fernsehen anschaut. Schaut euch einen Beitrag von ihm an, vielleicht den besten überhaupt auf der AZK, also die Antizensurkampagne in der Schweiz. Also da müssen sich Leute aus Deutschland, Österreich und aus Teilen aus Europa treffen, damit sie dort frei reden können, so wie wir hier. Nur die reden über Probleme und über Themenbereiche, die weitaus heikler sind. Und dieser Herr Holger Schrom ist für mich persönlich deswegen sehr wichtig, weil er einige wichtige Punkte erwähnt hat, die eine Grundvoraussetzung sind, warum wir uns hier anstrengen, für etwas Besseres zu kämpfen, warum wir versuchen zu arbeiten an uns selber, an unseren Einstellungen, wie wir Autos bauen, jetzt lassen wir das einfach mal dahingestellt. Das ist unsere Umwelt, das ist die Natur, das ist die Luft, die wir hier atmen. An und für sich ist ganz gemütlich, selbst obwohl die Regenwolken oben hängen, ich finde das Wetter ganz toll, aber ich habe durch den Herrn Holger Schrom, wie gesagt, einige Dinge erfahren, die das Ganze natürlich weit in den Schatten stellen. Also, wo sich bei mir die Frage stellt, kann ich überhaupt noch sagen, gute Luft? Das sind ein paar Kleinigkeiten und unter anderem möchte ich da auch gleich wieder über unsere werte Frau Merkel reden. Ein Beispiel, wenn wir ein Kind haben, man sagt ja bekanntlich Messer, Gabel und solche Geschichten für kleine Kinder, denen muss man das erst beibringen, damit umzugehen. Denen muss man erst zeigen, wie man damit lernt, richtig zu hantieren, um sich selbst oder andere nicht zu verletzen. Das lernt man schon von klein auf. Jetzt möchte ich aber wissen, wer gewisse geschichtliche Beobachtungen gemacht hat, so in 40er, 50er, 60er, 70er Jahre, der wird beobachten, dass zum Beispiel, wenn man solche Themenbereiche wie Atomlobby anspricht, eigentlich lauter große Kinder da sitzen, die alle ein Messer in die Hand bekommen haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen. Ich hätte ein gutes Beispiel. Wir wollen hier nicht über Atomkraftwerke demonstrieren, wir fangen gleich einmal dabei an. Worin liegt der Sinn, über seit knapp 1947 über 2000 Bomben in unserer Atmosphäre in die Luft zu jagen? Der Herr Dr. Holger Schrom rechnet auch zum Beispiel gern aus, was es heißt, einen Brennstab in Hiroshima, in Fukushima zum Beispiel, was der an Strahlung aussetzt. Das ist da ein kleiner Themenbereich, da ein kleiner Themenbereich. 2000 Tests, wovon 1032, und das sind überirdische Sprengungen auf dem Meer und unterirdische, sind allein von der USA. 715 von Russland. Ich möchte nicht wissen, ob das offizielle Zahlen sind oder nicht. Lassen wir jetzt einfach dahingestellt, die Zahl alleine ist schon heftig. Frankreich 210, China 45 und so weiter. Das sind Bomben, die eine Strahlung in unsere Atmosphäre setzen, die grundsätzlich für tausende von Jahren dafür sorgt, dass ein gesunder Mensch, der auf die Welt kommt und nur einen dieser Partikel in die Lunge bekommt, für sein ganzes Leben lang mit Schäden rechnen muss, vielleicht sogar mit einer fehlerhaften Nachkommenschaft rechnen muss. Ich frage mich persönlich, weil schon viele Menschen, die ich persönlich kenne oder Menschen, von denen man gehört hat, die viel in der Freiheit waren, die sind krank geworden durch ziemlich mysteriöse Dinge. Nehmen wir ein anderes Beispiel, lassen wir die Atombomben weg, nehmen wir das Beispiel Verklappung. Okay? Und dann komme ich zu den Atomkraftwerken. Der Herr Holger Schrom meint, Atomkraftwerke gibt es rein nur deswegen und wurden damals durchgeboxt von gewissen Leuten um Milliarden von D-Mark und so weiter, damit man für die Waffenindustrie Plutonium gewinnen kann. Die Munition zum Beispiel, da habe ich mir etwas aufgeschrieben. Moment. Gutes Beispiel, Uranmunition.
Wir reden über die Kriege und Konflikte, die jetzt seit über 60 Jahren in gewissen Krisengebieten herrschen, vor allem Nordafrika und so weiter. Das sind Länder wie USA, Russland, Großbritannien, China, Schweden, Niederlande, Griechenland, Frankreich, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Türkei, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Israel, Saudi-Arabien, Irak, Pakistan, Thailand, Südkorea und Japan. Die haben alle Munition, mindestens so diese 30 mm Geschosse, mit deren sie durch Panzer durchschießen können. Das Problem ist bei diesen Panzergeschossen, wenn die bei dem Aufschlag verbrennen, entwickeln sich Stoffe, feinst, ganz feiner Staub, den sie einatmet, den sie über eure Haut aufnimmt. Euer Körper hat nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie abzuwehren. Und jetzt könnt ihr vielleicht vom Wetter berichten manchmal, ja, wir haben wieder ein bisschen Sahara-Sand, weil die Winde übers Mittelmeer so rüberblasen sind. Und ich möchte nicht wissen, wie viel von diesem Sand kontaminiert ist. Ihr wundert euch, warum Familien dort unten in Krisengebieten oder in alten Krisengebieten nie wirklich die Grundlage haben, eine Existenz aufzubauen, weil dort alles verseucht ist. Wir reden hier von dem, was man nicht sieht, nicht riecht, nicht weiß, wenn man nicht davon erzählt bekommt. Wir reden von einem anderen Beispiel. Sehr gut. Atomkraftwerke. Allein in Deutschland gibt es, wobei man von den Atomkraftwerken unterscheiden muss, Kernreaktoren für die Energiegewinnung oder für Forschung, Militär und so weiter, wurden insgesamt 110 aufgebaut, allein zwischen 1957 und 2004. Allein nur in Deutschland. Und wir haben jetzt bis Tschernobyl 32 Atomunfälle, 32 der Alarmstufe 4, was quasi dann heißt, wo sie meldepflichtig sind. Der Herr Dr. Holger Strom wird euch gern noch genauer beleuchten, dass gewisse nicht meldepflichtigen Ausstöße aus gewissen Reaktoren normal sind. Das wird verantwortet von den Leuten, die da hinten sitzen, von den Leuten, die in der EU sitzen, die vermeintlich uns erzählen wollen, dass wir aus irgendwelchen Atomprogrammen aussteigen, die damals in die 60er, 70er Jahre tonnenweise von dem ins Meer gekippt haben, was alles aufgegangen ist. In dem badet ihr, wenn ihr im Sommer schwimmen geht. 2000 Atomexplosionen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wir reden hier noch nicht über die Chemieindustrie, über die Goldgewinnung, Quecksilberbelastung. Wenn selbst Aluminium, genau das gleiche, Chemtrails, stark umstrittenes Thema, ich möchte gar nicht wissen, was die genau vorhaben. Angeblich sind es 20% der Sonneneinstrahlung, wird dadurch schon geblockt. Die sprühen jeden Tag, es gibt ganz interessante Leute auf Facebook, die fast täglich posten, was da oben abgesetzt wird. Aber mir geht es jetzt nicht um das, was sie damit wollen. Mir geht es um das, wer geht vermeintlich Bioware kaufen, wer geht vermeintlich für sein Kind was Gesundes kochen, stellt sich extra eine halbe, dreiviertel Stunde länger hin zum Kochen am Abend. Wer geht mit seiner Familie, anstatt dass sie vom Fernseher hängen, raus in die freie Luft? Und dann gibt es Politiker, die meiner Meinung nach gesetzliche Grundlagen daran ordnen sollten, wenn wir Fehler machen, und das sind mit insgesamt offiziell gerechneten 37 atomaren Unfällen seit 57, es können Fehler passieren. Sie dürfen aber in Zukunft nicht mehr passieren. Und solange wir die Leute unterstützen, die das gut heißen, dass unsere Umwelt für Tausende, für Millionen, die Alpha-Strahlung zum Beispiel von Uranmunition hält 4,4 Milliarden Jahre Alpha-Strahlung von der Haut wird abgeschirmt. Aber sobald ihr sie einatmet, werdet ihr krank. Und es gibt Menschen, die kämpfen schon seit 20, 30 Jahren, die haben Filme rausgebracht. Warum findet man die in keinem Kino? Stellt sich die Frage selber. Und wenn wir ein interessantes Programm sind, bitte hört es Leuten wie ihm zu. Danke sehr.